Der Straßenname bezieht sich auf die sonnige Lage. Die Sonnenstraße in Innsbruck hat aber mit ihrem Haus Nummer 44 keine sonnigen Erinnerungen. 1954 wurde in diesem Gebäude die kinderpsychiatrische Station, damals aus einem Zimmer bestehend, gegründet. Fast 60 Jahre später sorgte der Bericht der medizinhistorischen Expertenkommission mit dem Titel Die Innsbrucker Kinderbeobachtungsstation von Maria Nowak-Vogel für Aufsehen. 7 Kommissionsmitglieder haben sich intensiv mit der Geschichte und vor allem den Vorfällen in der damaligen Kinderbetreuungseinrichtung befasst. Im April 2011 wurde die Geschichte von Horst Schreiber beim Demokratiekongress in Tirol in einem Redebeitrag und szenerischen Darstellungen der Öffentlichkeit präsentiert. Beschimpfen, verhöhnen, demütigen, erniedrigen, kalt duschen, sedieren, angurten, schlagen, Dauer beobachten und schließlich begutachten, um die Kinder als abnorme Wesen in ein Erziehungsheim zu stecken, um die Kinder in einem Erziehungsheim zu belassen oder sie schließlich dorthin in die Misere ohne Hilfestellung zu schicken, wo sie hergekommen sind. Das ist die Erfahrung von vielen Kindern und Jugendlichen auf der Kinderbeobachtungsstation unter der Leitung von Maria Nowak-Vogel. Und darüber haben mir mehr als 40 Geschädigte berichtet. Bereits 1980 sorgte ein Fernsehbeitrag von Kurt Langbein im Rahmen der Sendung Teleobjektiv für Aufsehen. Die Heimleiterin Maria Nowak-Vogel wurde mit zahlreichen Vorwürfen konfrontiert. Aber nicht nur die Schilderungen der betroffenen Jugendlichen oder der Einsatz von Medikamenten waren das Thema, auch die 12-seitige Hausordnung spiegelt das Geschehen in der Abteilung wider. Dazu exemplarisch einige Beispiele. Im Juli 1979 wurde die Kinderbeobachtungsstation auf das Gelände der Universitätsklinik Innsbruck unter dem Namen Psychiatrie 4 Kinderstation übersiedelt. Mit dem Bericht von Kurt Langbein wurde das System von Nowak-Vogel kritisch hinterfragt. Der damalige Direktor Cornelius Crispin-Exner begann verstärkt Druck auf Nowak-Vogel auszuüben und untersagte per Weisung bekannte Missstände. Die Hausordnung wurde außer Kraft gesetzt und auch die Verabreichung von Epiphysan wurde untersagt. 1987 endete mit der Pensionierung von Maria Nowak-Vogel die akademische Karriere. Begleitet wird das Ende von einer kritischen Betrachtung durch den Arbeitskreis Heimerziehung und auch von langjährigen Studentenprotesten am Institut für Erziehungswissenschaften. Für die Betroffenen beginnt vor allem auch durch die Arbeit von Horst Schreiber die Zeit der Aufarbeitung, die sich auch im Bericht der Expertenkommission widerspiegelt.